Thema in diesem Video ist die Lenkerfernbedienung RC4 von Sena. Und das Erste, was wir euch beantworten wollen, ist, bringt RC4 wirklich mehr Sicherheit und Komfort beim TÜV-Fahren? Das Zweite, was wir anschauen wollen, ist, wie und was können wir mit dem RC4 überhaupt steuern? Und als Letztes wollen wir aufzeigen, den Vergleich direkt vom SCHR1 zum RC4. Was sind die Schwächen und was sind die Stärken? Hallo. So, wir sind hier in Indien, auf dem Weg nach Mumbai, auf einem sogenannten Highway. Und Martin erklärt euch jetzt, wieso das RC4 das Ganze sicherer und komfortabler macht. Ja, also wir sehen hier das RC4 an meinem Lenker gemontiert. Ist jetzt gerade in diesem Verkehrstummel hier innen sehr viel einfacher, weil für alle Bedienungen, die ich sonst muss, auf einen Helm legen und am Helm am CC Vorstellungen einnehmen, kann ich momentan alles am Lenker machen und kann die Hand zum Glück dort lassen. So kann ich jederzeit schnell reagieren und auskoppeln, wenn ich muss. Darum definitiv mehr Sicherheit und Komfort. Im Weiteren ist sicher noch zu sagen, dass die Knöpfe, die man bisher mit dem Daumen von der linken Hand bedient hat, immer noch genau gleich uneingeschränkt bedienen kann. Also das Gerät selber stört nicht am Lenker. Ein riesen Vorteil ist, dass man mit dem RC4 jetzt neu auch die Kamera bedienen kann vom CC. Was ein riesen Vorteil ist, dass wenn wir Offroad fahren oder eine unterirdische Strasse, wo sehr ruppig zu und her geht, dann können wir den Lenker gar nicht erst loslassen. Und somit haben wir immer das Problem gehabt, die interessanten Teile auf der Strecke zu verpassen. Wir hätten müssen zurückfahren und dann die Kamera anlassen und nochmal durchfahren. Jetzt können wir einfach mit der linken Hand die Kamera bedienen und auch die sehr interessanten Teile nachher mit euch später auf Video teilen. So, dann kommen wir zur Bedienung vom RC4. RC4 heisst auch so wie Remote Control mit 4 Knöpfen. Wir die schnell vorstellen, damit wir wissen, von was wir reden. Wir haben zuoberst den Multifunktionsknopf, den Plusknopf, den Mittlerknopf und den Minusknopf. Starten vom RC4 drücken wir einmal den Mittlerknopf drücken und haben dann hier das LED 1, 2, 3, 3 mal blinkt, bedeutet, die Batterie ist noch 70% geladen. Das Ganze wieder abstellen, Mittlerknopf und Plusknopf 1 Sekunde lang drücken, gleichzeitig uns anzeigen, dass es abgestellt ist. Kommen wir zum Paaren vom RC4 mit dem CC, damit die beiden können miteinander kommunizieren können. Dann tun wir das RC4 wieder anlassen, einmal auf den Mittelknopf drücken. Uns wird wieder die Batterie angezeigt und dann tun wir den Plusknopf vom RC4 für 8 Sekunden lang drücken. Hier sehen wir, das RC4 geht in Suchmodus. Das ist soweit parat. Dann nehmen wir das CC. Das CC tun wir den Telefonknopf und den Dreiknopf gleichzeitig drücken zum Anlassen. Das ist dann Hallo. Power On. Dann tun wir den Dreiknopf 10 Sekunden lang drücken. Konfiguration. Dann drehen wir den Dreiknopf, damit wir in den Konfigurationen zur Fernsteuerungskopplung kommen. Fernbedienung koppeln. Dann sagen wir Fernbedienung koppeln. Okay. Und die beiden Geräte sind Fernsteuerung koppeln. Verbunden. Wenn ihr ein anderes Sena als das CC habt zum Koppeln, dann findet ihr wie das man das macht im Benutzerhandbuch, Kurzanleitung oder in der Sena-App.
Und eine andere Möglichkeit ist, dass ihr auf sena.com geht und könnt dort die individuellen Benutzerhandbuch in eurer Sprache abladen. So, wir haben also jetzt beide Geräte miteinander verbunden. Gehen wir weiter an die TÜV, um zu schauen, wie wir jetzt das RC4 installieren. Kommen wir zur Bedienung. Was können wir alles mit der RC4 Lenkerfernbedienung steuern? Grundsätzlich können wir jedes Gerät, das mit einer 4.1 Bluetooth-Verbindung, jetzt in meinem Fall zum CC, gekoppelt werden kann, kann ich dann auch ansteuern mit dem RC4. Alle Einstellungen und Anpassungen, die man auch mit dem CC selber machen kann, kann man also mit dem RC4 machen. Jetzt habe ich momentan das Handy gekoppelt. So kann ich jetzt zum Beispiel Musik starten, drücke ich den Zentralknopf. Eine Sekunde. Wenn wir die Musik starten, dann können wir nachher eine Lautstärke verstellen. Können wir auf Plus, Lüter und Minus für weniger Lüter. Wir können eine Sekunde lang auf das Plus für das nächste Lied. Dann machen wir die Musik wieder aus, wieder auf den Zentralknopf. Eine Sekunde, dann haben wir wieder Ruhe. Im Weiteren kann ich, wenn ich das GPS gekoppelt habe, dann kann ich auch die Ansagen vom GPS mir mitteilen, dass ich es auf dem CC höre. Und dann natürlich auch die Funktionen, die das CC in sich selber hat. Das CC zum Beispiel hat ein Radio intern, dann kann ich das Radio anlassen, Sender suchen und den Sender auch speichern. Oder was natürlich sehr interessant ist, nachher das Ganze, was mit der Kamera zu tun hat, ein Foto machen, also die Kamera überhaupt anlassen, Foto machen, Videoaufnahme, Videotagging, das ganz klar. Und dann natürlich sehr wichtig, jetzt, wenn man zu zweit unterwegs ist, logischerweise Verbindung, Funkverbindung zum anderen Fahrer. Hallo Xenia, kannst du mich hören? Ja, hallo. Ja, also die Frage ist, was ist dein Lieblingsfeature am RC4? Also mir gefällt besonders, dass wir jetzt auch bei Offroad oder schwierigen Strecken aufnehmen können. Das hat vorher eigentlich immer gefällt. Mehr dazu erzählen, dann können wir in einem Stück zum Mumbai ankommen. Wie Xenia bereits angekündigt hat, kommen wir zum Direktvergleich vom SC-HR1 von Sena und dem RC4 von Sena. Zuerst einmal, was die beiden Geräte gemeinsam haben. Beide sind mit allen Sena kompatibel und sie haben auch den genau gleichen Preis. Kommen wir zum grössten Unterschied von diesen beiden. Das RC4 kann mit der Multifunktionstaste die Kamera von einem CC ansteuern, was natürlich ein SC nicht kann. Das RC4 wird mit einer Knopfbatterie betrieben, die bis zu 5 Monate haben soll. Und das SC-HR1 wird über einen USB-Stecker geladen. Der Akku soll bis zu 3 Monate haben. Der letzte Vergleich von beiden Geräten ist die Grösse an sich, wo ein RC4 sich sehr schlank mit seinen 15,5 mm auf der Kupplungshand, also Arc-Kupplungshand, immer noch genug Platz lässt, wo ein SC-HR1 deutlich mehr Platz braucht. Bei dem auch noch ein bisschen das Problem, dass man mit dem Daumen zum Blinker ein bisschen weniger Platz hat und wie auch man in dieser Einstellung noch sieht, mit der Kupplungshand eventuell nicht ganz durchziehen kann. Das kommt auf den Kupplungshebel drauf an vom jeweiligen TÜV. Unsere erste Wahl ist ganz klar die Sena RC4. Gerade darum, weil wir halt die Kamera damit ansteuern können. Wer ohne Kamera unterwegs ist und lieber unabhängig von Knopfbatterien unterwegs per USB kann sein Device nachladen, der ist weiterhin mit einem SC-HR1 sehr gut bedient. Wir hoffen, dass wir euch die beiden Produkte in diesem Video näher bringen können. Und weiterhin gute Fahrt. Auf Wiederhören.